Und sie haben sich in diesem Moment geöffnet für Dali Oettingen Rennen. Allianz in der Bahnmitte und Neatico weiter außen sind die beiden vorderen Pferde mit Blue Panis, dahinter Point Blank gemeinsam mit Valero. Dann sieht man Sir Oscar vor Shamal Ghan. Allianz am Schluss des Feldes Lebic, die Führung also bei Allianz, dahinter sind an der Innenseite Point Blank und Blue Panis, die nachfolgenden Pferde vor Valero, Neatico, Sir Oscar, Shamal Ghan und etwas hinter den Pferden galoppiert Lebic am Ende des Feldes. So geht es durch den Rastatter Bogen und in gewohnter Manier hat Allianz das Kommando vor Point Blank, an der Außenseite Blue Panis, dahinter sind Valero und Neatico vor Sir Oscar, Shamal Ghan und am Ende des Feldes weiterhin Lebic. Am Boxendorf vorbei, die Führung weiterhin bei Allianz. Vor Blue Panis an der Innenseite an den Rails galoppiert Point Blank, dahinter Neatico ganz knapp vor Valero an der Innenseite oder beide Pferde jetzt gleich auf, dann Sir Oscar vor Shamal Ghan und hinter den Pferden ist Lebic. So geht es in den Einlauf hinein. Allianz führt, Allianz vor Point Blank, Blue Panis an der Außenseite kommt, dann Sir Oscar mit Shamal Ghan an der Innenseite, ganz außen Lebic. Allianz vorne, Allianz mit anderthalb, mit zwei Längen im Vorteil vor Blue Panis und Shamal Ghan wird stärker. Shamal Ghan an der Innenseite greift an. Allianz mit Shamal Ghan. Shamal Ghan geht besser. Shamal Ghan geht besser als Allianz und Shamal Ghan gewinnt noch locker mit zwei Längen vor Allianz. Et ils sont partis cette fois pour la poule d'essai des poulains, les 3 ans sur les 1600 mètres de la grande piste. Alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite, Forum qui replace son accélération et qui a le meilleur devant. Rajaman, on tente de revenir maintenant à la corde avec le numéro 3, Mizan avec Dick Turpin également, accompagné à l'extérieur par Buzzword qui refait beaucoup de terrain, ainsi que Lope de Vega qui maintenant est lancé en dehors à environ 250 mètres du but. Avec Lope de Vega qui attaque Dick Turpin qui a pris le meilleur, Lope de Vega de plus en plus fort à l'extérieur devant Dick Turpin, Mizan avec également une bonne défense. France côté corde de Shamal Ghan, ils sont à 100 mètres du but, Lope de Vega, Dick Turpin, Lope de Vega qui prend le meilleur, Lope de Vega qui va vers la victoire dans cette poule, et c'est des poulains, Lope de Vega qui s'impose, Dick Turpin est deuxième, 3e place pour Shamal Ghan, 4e place peut-être pour Buzzword. Lope de Vega qui s'impose dans la poule d'essai des poulains sous la selle de Maxime Guyon.